ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Es hätte noch Tage dauern können, doch am Schluss ging alles ganz schnell. Donald Trump ist freigesprochen worden vom Vorwurf, seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar angestachelt zu haben. Die Demokraten hatten versucht, ihn nachträglich des Amtes zu entheben, damit ihm in Zukunft politische Ämter verwehrt bleiben könnten. Doch ihr Plan ging nicht auf. Für eine Zweidrittelmehrheit fehlten ihnen Stimmen der Republikaner. Nur 7 von ihnen votierten für schuldig. Und somit insgesamt 57 Senatorinnen und Senatoren statt der für eine Amtsenthebung nötigen 67. Kerstin Klein über das Ende eines denkwürdigen Verfahrens. Als alles vorbei ist, tritt Mitch McConnell noch einmal ans Mikrofon. Der republikanische Anführer im Senat findet klare Worte zum Angriff aufs Kapitol. Sie taten das, weil ihnen Lügen erzählt wurden. Vom mächtigsten Mann der Welt. Weil der wütend war, dass er eine Wahl verloren hatte. Doch kurz zuvor bei der Abstimmung im Senat befand auch McConnell den ehemaligen Präsidenten für nicht schuldig, wie insgesamt 43 republikanische Senatorinnen und Senatoren. Die nötige Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung damit deutlich verfehlt. Zuvor hatten beide Seiten in ihren Schlussplädoyers ihre Sicht bekräftigt. Wenn wir das jetzt nicht korrigieren und es beim Namen nennen, als höchstes Verbrechen eines Präsidenten, dann schließen wir nicht damit ab. Dann bestimmt die Vergangenheit unsere Zukunft. Egal wie viele schreckliche Bilder wir gesehen haben, wie viele Emotionen hier im Spiel sind, es ändert nichts an der Tatsache, dass Donald Trump unschuldig ist. Trump selbst äußerte sich umgehend in einem Statement, beklagte sich über die aus seiner Sicht größte Hexenjagd in der Geschichte. Er werde sich bald wieder melden mit seiner Vision für die Zukunft des Landes. Und in Washington ist für uns Kerstin Klein. Kerstin, fast 6 Wochen nach dem Angriff auf das US-Kapitol standen die Republikaner heute wieder fast geschlossen hinter ihrem früheren Präsidenten. Weshalb? Das zeigt eigentlich vor allen Dingen, wie fest diese Partei immer noch in Händen von Donald Trump ist, wie mächtig er immer noch ist. Man darf nicht vergessen, 74 Millionen Menschen haben für ihn gestimmt bei der letzten Wahl. Viele haben für die Republikaner wegen ihm gestimmt. Er hat sich da in den letzten Jahren eine große und treue Basis erarbeitet und aufgebaut. Und mit der möchten es sich die Republikaner offenbar nicht verderben. Es kommen ja im nächsten Jahr geht schon wieder los mit den Zwischenwahlen für den Kongress. Und Trump hatte zum Beispiel auch angekündigt, dass er möglicherweise eigene loyale Gegenkandidaten aufstellt, gegen solche Republikaner, die nicht loyal zu ihm stehen, die aus seiner Sicht Verräter sind. Also da ist offenbar die Sorge und die Angst ganz groß, diese Basis zu verprellen. Und deshalb stehen die treu zu Donald Trump, auch wenn einige wie Mitch McConnell die Taten an sich verurteilen und auch Donald Trumps Rolle, haben sie sich nicht dazu durchringen können, ihn dafür auch in diesem Amtsenthebungsverfahren zu verurteilen. Und was bedeutet dieses Ergebnis jetzt für die politische Stimmung im Land und die Arbeit des neuen Präsidenten Joe Biden? Also erstmal wird die Arbeit für den neuen Präsidenten einfacher. Das war ja die Sorge, wenn dieses Verfahren lange dauert, noch Tage, noch Wochen, dass dann der Senat damit blockiert ist, dass politische Vorhaben nicht umgesetzt werden können. Dafür ist der Weg jetzt frei. Joe Biden hat ja zum Beispiel ein großes Corona-Hilfspaket vorgelegt, 1,9 Milliarden. Damit kann der Senat sich jetzt befassen. Und auf der anderen Seite bedeutet es, glaube ich, und das deutet sich heute schon an, dass Präsident Trump wieder Oberwasser gewonnen hat. Der war in den letzten Tagen und Wochen eher ruhig. Jetzt ist er mit diesem Statement gleich wieder rausgegangen. Und er hat auch schon angekündigt, wie gesagt, dass er mitmischen will in der Politik weiter, indem er Kandidaten unterstützt, die auf seiner Linie sind. Und da wird man sicher in den nächsten Wochen viel sehen. Er wird, glaube ich, da wieder mehr aktiv einsteigen in die Politik und mitmischen. Und er pflegt auch wieder diesen Mythos des Opfers. Er hat wieder von der Hexenjagd gesprochen. Das ist etwas, was viele in seiner Anhängerschaft glauben und teilen. Und auch das wird jetzt noch mal verstärkt durch diesen erneuten Freispruch im zweiten Amtsenthebungsverfahren. Danke für diese Einschätzung nach dem Impeachment. Kerstin Klein nach Washington. Vielen Dank. Eine halbe Stunde noch,
dann wird die deutsche Grenze im Südosten für viele Menschen geschlossen. Grenzübergänge werden wieder kontrolliert. In einigen Nachbarregionen haben sich mutierte Viren äußerst schnell verbreitet. Und die Bundesregierung und einige Länder sehen darin eine besondere Gefahr. Sie wollen das Virus an der Grenze stoppen. Ab Mitternacht werden kaum noch Reisende aus Tirol und Tschechien nach Bayern und Sachsen kommen können. Nicht einmal Ausnahmen für Pendler sollte es geben. Viele sind darüber unzufrieden. Gabriele Dunkel aus dem bayerisch-tschechischen Grenzgebiet. Die Firma Brandrup im niederbayerischen Perlesreuth an der tschechischen Grenze. Hier wird Innenausstattung für Campingbusse produziert. Mehr als die Hälfte der Näherinnen kommt aus Tschechien. Bleibt es bei den strikten Einreiseregeln, dürfen sie alle am Montag nicht mehr kommen. Für den Chef bedeutet das, dass wir uns überlegen müssen, ob wir nicht schließen. Auch eine Quarantäneregel würde ihm und seiner Belegschaft nicht wirklich nützen. Die Regelung, die wir gehört haben, dass nach 5 Tagen Quarantäne man nur erst arbeiten kann, geht nicht. Wir haben Frauen, die haben meistens Kinder, die sie nicht alleine lassen können auf ewig. Also es wird sehr schwierig werden. Auf der A6 bei Weidhaus in der Oberpfalz liefen den ganzen Tag über die Vorbereitungen. Dort, kurz hinter der Grenze, wird die Bundespolizei ab Mitternacht kontrollieren und zurückweisen. Die Einreise ist nur für wenige Ausnahmen möglich, darunter Gesundheitspersonal, Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland und Lastwagenfahrer. Vorzeigen müssen sie aber alle mindestens einen negativen Corona-Test. Der Pendlerverkehr wird wohl zum Erliegen kommen. Die Politik verteidigt die strikten Maßnahmen aus Sorge vor den Virusmutationen. Wir haben eine extreme Bedrohung, eine Inzidenz von 1100 in der Region Eger, in der Region Liberec von 400. Das ist extrem hoch und da braucht man solche Maßnahmen. Es geht nicht anders. Die betroffenen Anwohner im Grenzraum sind zwiegespalten. Ja, ich finde es richtig, weil die Infektionen sind so stark in der Tschechei. Ja. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Meine Eltern haben eine Firma hier in Weidhaus und wir haben auch 2 tschechische Mitarbeiter. Und es wird natürlich dann wieder erheblich schwerer für die, auch rüberzukommen. Wegen der Kontrollen, dann gibt es Stau an der Grenze. Noch hoffen viele im Grenzraum auf weitere Ausnahmen. Der bayerische Ministerpräsident Söder kündigte für Pendler praxisnahe Lösungen an. Konkreter wurde er aber nicht. Und Christian Riedl ist für uns direkt am Grenzübergang Bayerisch-Eisenstein. Wie sieht die Situation an der Grenze jetzt kurz vor Mitternacht aus und wie wohl ab morgen? Ja, noch kommen immer noch Pendler hier zur Grenze und wollen über die Grenze fahren, hier nach Bayerisch-Eisenstein einreisen, um die möglichen Quarantäneauflagen zu umgehen. Wir konnten das die vergangenen Stunden hier immer wieder beobachten. Und auch die Hotels und Pensionen, das sahen wir bei der Anfahrt nach Bayerisch-Eisenstein. Dort parken viele Autos mit tschechischen Kennzeichen, Unterkünfte, die von ihnen selber gebucht worden sind oder auch von den Arbeitgebern hier im Grenzraum. Denn man will sicherstellen, dass die Arbeitnehmer aus Tschechien auch am Montag zur Arbeit kommen können. Ab Mitternacht hat mir die Bundespolizei gesagt, wird dann individuell entschieden, wer noch zur Grenze kommt. Dann möglicherweise wird die Person auch zurückgewiesen und darf nicht mehr einreisen. Faktisch also wird ab Mitternacht die Grenze zunächst geschlossen sein. Und wie finden die Menschen vor Ort insgesamt diese Situation? Es ist eine Situation, die verunsichert und die befremdlich ist. Eine geschlossene Grenze hat man hier jahrzehntelang nicht mehr erlebt. Für die Pendler natürlich in Tschechien ist die Situation ungut. Die sind auf ihre Arbeitsplätze angewiesen. Wir haben es im Beitrag gehört, Familie zu Hause und können nicht einfach Tage oder vielleicht sogar wochenlang von zu Hause wegbleiben. Andererseits auch die Arbeitgeber hier im Grenzraum sind angewiesen auf die tschechischen Arbeitnehmerinnen und Nehmer. Denn Beispiel aus den Erberland-Kliniken hier im Landkreis Regen. Dort bilden Mediziner das Rückgrat der Patientenversorgung. Und deswegen ist man hier schon sehr froh, dass, wie angekündigt, möglicherweise dieses medizinische Personal als systemrelevant eingestuft wird und es Ausnahmen gibt, um diese Personen auch weiter pendeln zu lassen. Weitergehende Informationen gibt es noch nicht. Vielleicht dann morgen, wenn Ministerpräsident Söder in Schirnding weitere Details zum möglichen Grenzregime in den nächsten Tagen und Wochen ankündigen wird. Vielen Dank, Christian Riedl, für diese Eindrücke direkt von der Grenze zu Tschechien. Nach Wochen der politischen Blockade hat Italien wieder eine funktionsfähige Regierung. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Der neue Ministerpräsident Draghi und sein Kabinett sind heute vereidigt worden. Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank erhielt seine Ernennungsurkunde von Präsident Mattarella. Draghi wird von fast allen Parteien im Parlament unterstützt. Dieses breite Spektrum spiegelt sich auch in der Zusammenstellung seines Kabinetts. Von den 23 Ressorts vergab Draghi 15 an Mitglieder verschiedener Parteien und 8 an parteilose Experten. Die Bundesregierung stellt sich darauf ein, dass die Bundeswehr länger in Afghanistan bleibt als bis zum Ablauf ihres aktuellen Mandats Ende März. Bis dahin würden die Friedensverhandlungen mit den Taliban nicht abgeschlossen sein, sagte Außenminister Maas der Funke Mediengruppe. Deshalb müsse der Bundestag ein neues Mandat beschließen. Mitte nächster Woche beraten die NATO-Verteidigungsminister über den Afghanistan-Einsatz. In Dresden ist heute an die Opfer der Bombardierung der Stadt vor 76 Jahren erinnert worden. Das Gedenken fand in diesem Jahr Corona-bedingt in kleinerem Rahmen statt. Dresden war am 13. Februar 1945 von britischen und US-amerikanischen Bombern weitgehend zerstört worden. Bei den Angriffen und in den Tagen danach starben nach Schätzungen von Historikern bis zu 25.000 Menschen. In Myanmar reißt der Widerstand gegen die Militärführung nicht ab. Fast 2 Wochen nach dem Putsch sind erneut tausende Menschen auf den Straßen, um ein Ende der Unterdrückung und die Freilassung der gewählten, de facto Regierungschefin Suu Kyi zu fordern. Seit Beginn der Proteste sollen rund 350 Menschen festgenommen worden sein. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Myanmar forderte Sanktionen gegen die Militärjunta. Und wir kommen zum Sport, zum Wintersport. Und da rasen die deutschen Skirennläufer bei der WM im italienischen Cortina d'Ampezzo von Erfolg zu Erfolg. Patrick Hallatsch, nach Romet Baumann am Donnerstag gab es wieder eine Medaille. Ganz genau. Und zwar eine absolut überraschende. Denn Kira Weidle hatten vermutlich nur die absoluten Skiexperten auf dem Zettel bei der Abfahrt der Damen. Ihr bisher größter Erfolg waren 2 dritte Plätze beim Weltcup. Heute durfte sie also eine Stufe höher steigen. Auf dem begehrten Treppchen Silber und ungewohnte Höhenluft für die sympathische wie schnelle Athletin. Die war pünktlich zum Saisonhöhepunkt oben auf. Dabei kommt sie doch aus dem Flachland. Kira Weidle ist in Stuttgart geboren. Von sich selbst sagt sie, ein richtiges Bergkind bin ich eigentlich nicht. Was sie aber auf diesem Berg in den Dolomiten so hinzaubert, ist phänomenal. Erst 2-mal überhaupt bisher stand sie im Weltcup als Dritte auf dem Podium. Jetzt rast die für Starnberg startende Sportsoldatin das Rennen ihres Lebens und wird mit Silber belohnt. Darunter braucht es doch auch noch eine Portion Mut und auch Risiko, einfach damit man da schnell ist. Und ich glaube, die Corinne hatte den absoluten Traumlauf, aber trotzdem, ich bin super happy mit meinem Skifahren heute und mit dem Resultat natürlich umso mehr. Die alpine Skiwelt verneigt sich vor diesem Überraschungscoup der Deutschen, die sich in Cortina einen Traum erfüllt. Nur die Weltmeisterin Corinne Sutter aus der Schweiz ist noch ein paar Hundertstel schneller als Weidle. Die Silber-Kira aus dem Flachland ist nun eindrucksvoll in der italienischen Bergwelt angekommen. Und wir sind jetzt auch angekommen in der Fußball-Bundesliga. Im Gegensatz zu Joachim Löw, der Bundestrainer, scheiterte heute beim Versuch, das Spiel zwischen Leverkusen und Mainz zu besuchen. Grund war eine Autopanne. Schade für ihn, denn er hat was verpasst, vor allem eine turbulente Schlussphase. Die bescherte den Gästen doch noch einen verdienten Punkt. Der Mainzer Jubel kam spät, in der 2. Minute der Nachspielzeit. Kein Sieg, aber ein Unentschieden. Ein hochverdientes für ein Team mit Moral. Was wichtig für mich ist, dass diese Mannschaft eine Mannschaft ist und es auch bleibt. Leverkusen geht nach 14 Minuten in Führung. Diabis, starke Vorarbeit, vollendet Alario zum 1:0. Es ist die erste Torchance der Partie. Leverkusen ist effizient. Und Torwart Zentner sieht unglücklich aus. 2. Hälfte. Mainz dominiert nun diese Begegnung, aber sie lassen beste Torchancen ungenutzt liegen. Fast schon sträflich. Und so kommt es in der 85. Minute zu diesem Gegenzug über Patrick Schick, der zum 2:0 trifft. Die Partie scheint entschieden. Mainz aber zeigt eine tolle Moral. Und es sind Einwechselspieler, die noch für das 2:2 sorgen. Zunächst Glatzel in der 89. Minute
zum 2-1. Und dann Stöger, wie erwähnt, in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Es ist eine enorme Energieleistung. Bo Svensson war stolz auf seine Mannschaft. Und zwar sehr zu Recht. Aber das kann Edin Terzic wohl nicht von seiner Mannschaft behaupten. Dortmunds Trainer hatte nach den letzten Misserfolgen versucht, mit einer Brandrede das Feuer bei seinen Spielern zu entfachen. Herausgekommen ist aber wieder nur viel heiße Luft beim 2:2 gegen Hoffenheim. Eigentlich erstaunlich bei diesen Temperaturen. Frostige Stimmung in Dortmund. Und das liegt nicht an den zweistelligen Minusgraden, die hier gerade herrschen. Der BVB hadert im Kampf um die Champions-League-Plätze mal wieder mit sich. Wenn wir die Spiele nicht gewinnen, dann laufen uns die Mannschaften da vorne weg. Und dementsprechend ist die Gefahr natürlich groß. Aber wir haben genügend Spiele vor uns. Aber wir müssen anfangen zu punkten, dürfen nicht zu viel in die Zukunft gucken, weil das bringt uns nichts. Der BVB, zuletzt schwankend und schwach, will gegen Hoffenheim abliefern und geht durch Jadon Sancho in der 24. Minute mit 1-0 in Führung. Die Borussia, die ohne ihren schwächelnden Kapitän Reus, der zunächst auf der Bank sitzt, gefordert ist, trifft aber auf charakterstarke Hoffenheimer, die Dortmund zusetzen. Nach Rudis Vorlage trifft Dabur nach einer halben Stunde zum verdienten Ausgleich. Dortmund oft einen Schritt zu spät gegen clevere Hoffenheimer. Auch im zweiten Abschnitt haben die Westfalen zum Teil große Probleme, vor allem nach gegnerischen Ecken. Der starke Ilas Bebu mit der Hoffenheimer Führung kurz nach Wiederanpfiff nach einem Torwartfehler von Marvin Hitz. Hoffenheim hätte den Sieg durchaus verdient gehabt, doch in der Schlussphase drehen die Dortmunder nochmal auf. Erling Haaland, dem zuvor ein Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wird, trifft zum 2:2 Endstand in der 81. Minute. Das Remis, ein erneuter Rückschlag für die Borussia im Kampf um die so wichtigen Champions-League-Plätze. Die weiteren Ergebnisse. Bremen trennt sich von Freiburg 0:0, Stuttgart von Hertha BSC 1:1. Und auch im Abendspiel gab es ein Unentschieden beim 0:0 zwischen Union Berlin und Schalke. Gestern hatte Leipzig gegen Augsburg mit 2:1 gewonnen, morgen noch zwei Partien, Frankfurt gegen Köln und Wolfsburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Abgeschlossen wird der Spieltag am Montag mit der Partie München gegen Bielefeld. Die Tabelle: Spitzenreiter München vor Leipzig, Wolfsburg und Leverkusen auf Platz 5, Frankfurt, dann Dortmund, Union Berlin ist 9. Stuttgart auf Platz 10, danach Bremen und Hoffenheim, Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Die Abstiegsränge belegen Mainz und Schalke. 5 Unentschieden, keine Gewinner also in den Samstagsspielen der Bundesliga, aber Sie dürfen jetzt vielleicht jubeln, die Lottozahlen. 7, 14, 15, 20, 29, 47, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Tja, und für Freizeitsportler war heute auch ein Traumtag. Jedenfalls für Eisläufer in den Niederlanden, die wie hier in Bruck bei Amsterdam zu Tausenden die Schlittschuhe rausholten und bei strahlender Sonne über zugefrorene Seen und Kanäle glitten. Die meisten ganz herkömmlich, manche aber auch mit einer ordentlichen Brise Wind im Rücken. Herrliches Winterwetter gab es heute auch bei uns in vielen Regionen. Carsten Schwanke, bleibt das denn so auch am Sonntag? Also definitiv wird es morgen, Helge, viel Sonnenschein in Deutschland geben. Und dazu wird es den letzten Tag mit knackig kalten Temperaturen geben. Sozusagen das Ende dieser verrückten einen Winterwoche, die wir jetzt gerade erlebt haben. Deshalb kann ich allen Menschen nur empfehlen, rauszugehen und ein Experiment zu wagen. Was man nur bei tiefen Temperaturen machen kann, Seifenblasen gefrieren lassen. Ganz wichtig, in dieses Seifenblasenflüssigkeit einen Löffel Zucker, damit sich die Kristalle leichter bilden. Und dann dauert es nur wenige Sekunden. Man sieht die ersten Kristalle und es dauert weniger als eine Minute, bis diese Seifenblase wirklich gefroren ist. Ganz wichtig, es sollte kein Wind wehen, sonst geht sie kaputt, wie bei uns in diesem Experiment. Peng! Und das war's. Also morgen früh besteht die Möglichkeit, denn die Nacht wird erneut sehr klar. Nur im Osten bildet sich etwas dichterer Hochnebel. Tja, und tagsüber dann viel Sonnenschein. Diese Hochnebelwolken werden sich weitesteils auflösen. Und erst am späten Nachmittag und zum Abend kommen hier im Westen neue Wolken heran. Das ist der Wetterwechsel. Das ist die mildere Luft, die dann am Montag so richtig zu spüren sein wird. Die Temperaturen morgen früh, das sind die Experimente.
Seifenblasentemperaturen, verbreitet im zweistelligen Frostbereich, in der Mitte nochmals minus 20 Grad oder knapp darunter. Morgen Nachmittag mit Sonnenschein bleibt es allerdings in der Osthälfte frostig. Im Westen wird es schon milder mit plus 2 bis plus 6 Grad. Kurz noch die weiteren Aussichten. Am Montag dann Regen oder Schnee im Nordwesten mit Glättebildung und der Dienstag weitere Wolken, etwas Regen und deutlich mildere Temperaturen. Plus 11 Grad taugen nicht mehr zum Gefrierenlassen von Seifenblasen. Danke, Carsten, fürs Wetter und für die Seifenblasen. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit dem Wort zum Sonntag. Heute geht es um die Liebe, die niemals tot zu kriegen ist. Und vergessen Sie nicht, morgen ist Valentinstag. Da begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Karin Mioska. Ihnen wünsche ich eine gute Nacht.